Auf der Wache braucht eine Frau die Hilfe der Polizei. Da sie angibt, dass auf sie geschossen wurde, führt ein Beamter die Dame direkt zu Kriminalhauptkommissar Klaus Schäfer. Klaus, ja. Ja. Guten Morgen, Kriminalpolizei. Schäfer, was kann ich für Sie tun? Hallo, bei mir, ich wollte zur Arbeit und da ist von einmal Schüsse sind gekommen. Oh. In meinem Auto. In Ihrem Auto? Ja, sind Sie in meinem Auto hier? Ja, genau. Das zeigen Sie mir noch mal. Das sieht ja nach einer riesengroßen Ladung aus. Ist er nicht einmal geschossen worden oder mehrmals geschossen worden? Mehrmals. Okay. Tut's mir einen Gefallen, bitte Fahrzeug einmal absperren, sicherstellen, KTU sofort ranholen. Sie gehen jetzt mal rein, Sie zeigen mir ungefähr, auf welcher Strecke das gewesen ist, ja? Ja. Wir gehen mal an die Karte. Ich kann Ihnen die Karte noch mal zeigen. So, wie heißen Sie jetzt? Frau Brandt. Sie sind Frau Brandt. Frau Brandt, kommen Sie mal mit. Das Opfer war auf dem Weg zur Arbeit, einer Eheberatung. Sie zeigt, wo auf sie geschossen wurde. Dort wird eine Streife nach Patronenhülsen suchen. Eine Vernehmung soll weitere Hinweise liefern. Kommen Sie mal rein, setzen Sie sich hin, das ist mein Kollege. Ja. Hallo. Das ist Frau Brandt. Mahlzeit, Mertens. Nehmen Sie Platz, Frau Brandt. Mach mal die Tür zu. Ich ja, Frau Brandt hat eben... Ich meine Tochter zu erreichen, die geht nämlich auch nicht dran. Wir fangen mal ganz von vorne an, Frau Brandt. Sie sind eine Beratungsstelle für Familien. Genau. So. Und was für eine Beratungsstelle ist das? Das ist unterschiedlich. Die Leute haben Probleme. Streifenbahn ist unterwegs. Habe ich nicht. Alles klar. Okay. Vielen Dank. Eheprobleme. Haben Sie denn irgendwelche Feinde? Ja, eigentlich könnte ich mir das nur erklären von der Arbeit. Da ruft schon seit Wochen jemand an und bedroht uns allen. Also, kennt er Sie denn? Ja, ich habe ein paar Mal mit ihm telefoniert, aber so... Aber Sie sind doch eine Beratungsstelle, ist doch im Grunde nicht öffentlich. Sie sagen doch nicht Ihren Namen oder sagen Sie Ihren Namen? Ja, ich melde mich mit meinem Namen, aber ich kenne diesen Mann nicht. Okay. Also der Mann ruft Sie andauernd an und beschimpft Sie. Was macht er mit Ihnen? Was will er von Ihnen? Ja, der bedroht mich einfach. Warten Sie mal. Haben Sie irgendetwas, was uns weiterhelfen könnte? Genau. Schauen Sie sich das mal an, was da drin ist. Das ist an Sie adressiert? Genau. Okay. Das habe ich nämlich heute Morgen auch, bevor ich zur Arbeit gefahren bin, bekommen. Das sind meine Haare. Der ist nicht normal. Der ist doch Wahnsinn. Der hat meine Haare abgeschnitten. Aber wo hat er denn Ihre Haare? Also das würde passen. Ihre Haare sind das. Ja. Ja. Der muss im Schlaf reingekommen sein. Ja. Ganz vorsichtig. Die Geschädigte, das Opfer, hat uns einen Brief übergeben an der Locke, die sie auf dem Tisch in ihrer Wohnung gefunden hat. Wir müssen davon ausgehen, dass der Täter im Grunde genommen dazu die Wohnung aufgebrochen hat oder sich Zugang verschafft hat in die Wohnung, um das auf den Tisch zu legen. Dazu fährt jetzt ein Streifenwagen raus, um erstmal zu sehen, ob Spuren vorhanden sind. Die KTU wird sich dann die Wohnung nochmal anschauen, um rauszubekommen, wie der Täter dort hineingekommen ist. Okay, was ist denn mit Ihrer Tochter jetzt? Wie kommen Sie jetzt? Was ist mit Ihrer Tochter? Ich versuche den ganzen Vormittag zu erreichen. Ich habe nämlich Angst, nicht dass er sie auch in Frankfurt hat. Wie alt ist sie? 16. 16. Und die heißt? Cindy. Cindy. Die Kommissare lassen die Schule anrufen und prüfen, ob das Mädchen dort ist. Als weiteren Beweis dafür, dass sie bedroht wird, präsentiert die Frau ein aufgezeichnetes Telefonat. Sie haben ein Gespräch mitgeschnitten, oder? Darf ich das verstehen? Genau. Okay, dann wollen wir mal gucken. Wenn er mir mit meiner Tochter nicht gedroht hätte, hätte ich das jetzt auch nicht gemacht. Okay. Ja, ich hab hier was. Kannst du auch laufen? Ihr Scheißlabertanten, ihr macht ja immer noch weiter mit diesem Gequatsche. Hab ich euch nicht gesagt, ihr sollt euren Dienst einstellen? Wie viel ihr wollt ihr denn noch zerstören außer meiner? Wenn ihr nicht endlich damit aufhört, ihr werdet es bereuen, das schwöre ich euch. Und so ist er jeden Tag, wenn er anruft. So, jetzt ist die Frage, er ruft täglich an? Ja. Wann hat er einmal angerufen? Der ruft so ungefähr, das müsste so um die 11 Uhr und dann nochmal Mittagszeit. 11, 13 Uhr oder was meinen Sie jetzt? Ja. 11, 13 Uhr. Wir haben jetzt 10.30 Uhr. Also zur Arbeit fahren, da eine Fangschaltung aufzuschalten, das schaffen wir beileibe nicht. Sie können aber anrufen, wir können eine Rufumleitung machen. Ja. Dass Sie die Rufumleitung hier auf einen unserer Handys rüberziehen und dann können wir versuchen, hier eine Ortung hinzukriegen. Einzige Möglichkeit, die mir auch so. In der Zwischenzeit erfahren die Beamten, dass die Tochter in der Schule war. Jetzt müsste sie sich auf dem Nachhauseweg befinden. Die Rufumleitung vom Diensttelefon der Mutter zu einem Apparat der Kripo wird sofort in die Wege geleitet. Dann heißt es abwarten.
Halbe Stunde. Ja. Aber es kann lange dauern. Ja. Kaum spricht man. Jetzt ganz ruhig. Jetzt ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Fassen Sie sich. Auf geht's. Beratungsstelle Brandt, schönen guten Tag. Ich habe von euch leider Blaberweibern sowas von die Schnauze voll. Eure widerwärtigen Lügen, das habe ich mir lange genug angesehen, aber jetzt. Ja, bleiben Sie bitte ruhig. Ich werde eure Mäuler stopfen, so wie es gehört. Und ich werde hier mit meinem Messer Was haben Sie gesagt? Mit dem Messer? Oh mein Gott. Wenn Sie gestopft sind, ja? Das verspreche ich. Ich habe mir das lange genug bieten lassen, aber... Warten Sie mal, wir können uns ja in Ruhe mit Ihrer Frau auch unterhalten. Wir können Sie ja anrufen, wenn Sie uns die Telefonnummer durchgeben. Ich werde mir Taten folgen lassen. Bitte, ich bitte Sie, kommen Sie einfach nur zur Vernunft. Wir können uns in Ruhe unterhalten. Oh mein Gott, der hat ja jetzt aufgelegt. Was sollen wir denn jetzt alles machen? Alles gut, wir haben ihn geortet, den Standort, alles gut. Okay. Das ist ziemlich nah bei der Firma, wo sie arbeitet. Also ein unmittelbarer Schlagdistanz. Können Sie Ihre Firma bitte nochmal anrufen? Ja, warten Sie mal, ich muss nach der Nummer gucken. Ja. Rufen Sie, versuchen wir. Für dich schon mal den Auftrag. Ein Streifenwagen zu Ihrer Privatadresse. Okay. Ja. Weberstraße 19. Bitte SEK. SEK ist tot, oder was? Es ist tot. Okay. SEK bitte in Bereitschaft stellen. Okay. Ein Streifenwagen bitte in die Firma. Schon die Firma also, muss Ihre Tochter erreichen Sie nicht. Die Firma erreichen Sie nicht. Es ist wie verhext. Es gibt keine Frage. Die Firma auch nicht. Wir müssen da hin. Ja, so. Das nützt nichts. Ihre Firmaadresse haben wir. Ja, ja. Wie kommen wir da rein? Ich habe Schlüssel. Ich komme ja mit. Warten Sie mal. Ich komme ja mit. Okay, normalerweise geht das nicht, aber kommen Sie mit. Ja, okay. Wie viele Eingänge gibt es? Sie kennen sich da am besten aus, da sind wir jetzt drauf angewiesen. Der einfachste Weg für uns wäre gewesen, die Mitarbeiter per Telefon zu warnen. Das ging nicht. Der Täter hat offensichtlich seine Drohung wahrgemacht und die Leitung gekappt. Das heißt auch, dass er in der Nähe sein muss. Wenn wir sagen, Sie bleiben Sie draußen. Sie laufen uns nicht. Okay, ich mache alles, was Sie mir sagen. Ja, sehr gut. Gemeinsam mit Kriminalhauptkommissar Jan-Ove Mertens und Kriminalhauptkommissar Klaus Schäfer fährt ein Streifenwagen zum Arbeitsplatz der Frau. Parallel wird ein Sondereinsatzkommando informiert. Denn wenn die Drohungen des aggressiven Mannes wahr sind, ist er bewaffnet. Wie weit ist das SEK? Hier ist das. Ja, müssen 10 Minuten bei euch vor Ort sein. Okay, wir sind vor Ort. Wir sind eingetroffen. Ja, ist verstanden. Die Verstärkung ist auf Ort. Verstärkung ist auf. Ja, haben wir angetroffen, sind schon da. Wir verlassen Fahrzeug. Oh mein Gott. Verstanden. Sie bleiben im Auto. Genau, Sie bleiben da drin. Alle Leitung geklappt und schon irgendwas an Bewegung gehört hier? Nichts. Türen mal geguckt, ob irgendwo was offen ist, wenn man hier reinkommt. Oh Gott, was ist das? Hallo. Wer sind Sie? Jetzt meine Kollegin ist da noch drin und deren Tochter. Sie müssen herkommen. Ja. Also übernimm mal. Gehen Sie mal damit. Okay. SEK war angefordert. Wir hätten das SEK auch gewartet, aber in diesem Fall war kein Warten mehr nötig, weil die Frau hat um Hilfe geschrien. Wir mussten sofort rein. Hallo? Polizei. Ach, jetzt. Was ist passiert? Okay. Kommen Sie raus. Der Typ hatte so ein Riesenmesser gehabt. Ein Riesenmesser? Die Tochter von Frau Brandt ist doch da oben. Sie müssen schnell gucken. Er hat sie an den Haaren gezogen und ist mit der da hochgegangen. Gibt es noch mehr Zugänge hier? Es gibt von draußen, von außen kommt man noch einmal rein. Zeigen Sie mir den. Komm, okay, zeigen Sie mir den. Wir gehen hier hoch. Mach mal. Ja. Warte. Ich möchte keine Überraschung überleben. Ja. Bist du soweit? Okay, komm. Legen Sie die Waffe runter. Polizei, leg die Waffe runter. Das bringt nichts. Leg die Waffe runter. Nein. Was ist hier los? Leg die Waffe runter, komm. Die ganzen Berater-Tussis. Die haben hier alles zerstört. Alles. Ja, okay. Die haben doch alle hier nur diesen Ratgeberführer. Was auch immer nachgelesen. Ja, ich weiß. Frauen sind... Also was gar nichts. Sind manchmal Schlampen, aber das bringt nichts. Wollen Sie sich wegen Frauen unglücklich machen? Legen Sie die Waffe weg. Nein. Auch wenn der Täter bewaffnet ist und hier ein hohes Gewaltpotenzial innewohnt, ist für uns der Schusswaffengebrauch Ultima Ratio. Das heißt, wir werden alles andere vorher versuchen. Dazu zählt auch, ich nenne es mal einfach, psychologische Kriegsführung.
Und in diesem Zusammenhang ist es eine Maßnahme, die wir dabei anwenden, dass wir versuchen, uns auf die Ebene des Täters zu begehen und so tun, als ob wir uns mit ihm solidarisieren, ihn hundertprozentig verstehen. Und dazu gehört es dann auch mal, dass wir gegen unsere Überzeugung sagen, dass alle Frauen Schlampen sind. Wir haben alles kaputt gemacht. Wollen Sie Ihre Ehefrau wieder? Natürlich! Ich bin ein absolut guter Ehemann! Ja, hören Sie mit dem Blödsinn auf. So wird das nichts. Das kann ich Ihnen versprechen. Und jetzt weg! Die letzte Chance, Waffe! Legen Sie die Waffe weg! Ich schieß! Legen Sie auf den Tisch! Legen Sie die Waffe weg! Sie haben verloren! Erkennen Sie das an! Sie haben jetzt verloren! Legen Sie die Waffe weg! Wenn Sie Blödsinn machen, müssen wir von der Schusswaffe Gebrauch machen. Legen Sie die vorsichtig auf den Tisch! Runter auf die Knie! Zugriff! Was hat er da auf den Tisch gelegt? Was ist das? Guck bitte rauf. Ja. Was ist das? Das ist scheint ein Auslöser zu sein. Nimm ihn mit, runter mit ihm. Gibt's, nehme euch alle mit. So, komm. Also der Täter hat bei der Festnahme was weggeworfen, ein Gegenstand, womit man was auslösen kann. Und da er gesagt hat, er wollte uns alle mitnehmen, gingen wir jetzt von einem Sprengstoffanschlag aus. Na, schnell runter hier. Hier ist nix. Scheiße! Bombe! Es blinkt! Weg! Ja, entsichert. Also wir werden in der Ausbildung so weit geschult, dass wir wissen, wann ist Sprengstoff, wann ist ernsthaft und wann ist keine Ernsthaftigkeit vorhanden. Jan! Ja, ja, warte! Nimmst du ihn weiter? Übernehmen! Blödes Zünder entwertet! Wo ist die Tochter? Wo ist die Tochter? Da ist sie nicht drin, da waren wir drin. Wir kommen hier. Hörst du? Oh, alles gut, wir sind die Guten, wir sind von der Polizei. Warten Sie, ich mach sie los. Ja. So, und ganz vorsichtig. Hast du das Funkgerät da? Warten Sie. Danke. So, ganz wichtig. Egal, von 3216 kommen. Ich mach sie jetzt los. Ja, wir brauchen ein RTW. Wir haben eine Geisel, die gefesselt ist für ärztliche Betreuung. Das SDK kann wegbleiben. Wir haben die Lage hier bereinigt. Zünder entwertet vom Sprengstoff. Täter festgenommen, so. Aber ein RTW. So, ganz ruhig. Ich mach sie jetzt weg. So, jetzt kommen Sie mal mit. Ja. Bringen Sie mal was. Das Mädchen wollte nach der Schule seine Mutter bei der Arbeit besuchen. Kaum angekommen, wurde sie vom Täter überwältigt und gefesselt. Schau mich mal an! Oh mein Gott, du siehst das ja gar nicht! Hat sie dir was angetan? Ich hab mich nur bedroht die ganze Zeit, aber... Oh mein Gott! Bloß vor Ort, ich bin so... Komm, mein Lieber! Ganz ruhig! Was soll denn der ganze Grott nun? Komm mal rum hier! Was ist das? Was war denn nun los? Los, erzähl! Meine Frau hat mich verlassen. Ja, das kann jedem passieren. Nein. Das heißt nein? Nein. Muss aber zwei dazu geben, wenn jemand einen verlässt. Sie können mir glauben, ich bin ein guter Ehemann. Ich bin wirklich ein guter Ehemann. Was soll das hier? Ist das ein guter Ehemann, was Sie hier gemacht haben? Ist das ein guter Bürger? Diese Frauen, die haben ja alles versaut. Alles. Ich weiß gar nicht weiter. Nee, jetzt haben Sie Ihr Leben auch ein bisschen versaut. Jetzt kommen ein paar Straftaten auf Sie zu und Sie werden die Zelle erstmal ein paar Tage nicht verlassen können. Der Täter hat gegen einen bunten Strauß von Straftaten verstoßen. Exemplarisch sei genannt Verstoß gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz, Nötigung, Bedrohung, Freiheitsberaubung, Körperverletzung und so weiter und so fort. Einmal bitte rückwärts reinsetzen. Rückwärts. So, Kopf einziehen. Mittlerweile haben sich auch die Kollegen der Spurensicherung gemeldet. Sie haben in der Wohnung des Opfers Fingerabdrücke sichergestellt. Der Mann ist tatsächlich dort eingebrochen. Auch der Kampfmittelräumdienst wurde informiert, um den Sprengkörper aus dem Büro zu sichern.